Australien. Wilde Natur, weite Landschaften, komplett isoliert. Millionen Jahre entwickelte sich die lokale Flora und Fauna ohne äußere Einflüsse. Das änderte sich, als im 19. Jahrhundert die Engländer mit der Einfuhr fremder Tiere begannen, häufig aufgrund von Jagdzwecken. Ein Neuankömmling war das Kaninchen. Ich meine, was soll so ein kleines, süßes Tier schon ausrichten? Eine ganze Menge sogar. Sie vermehren sich schnell und begannen unzählige Pflanzen zu fressen. Dadurch schädigten sie die Nahrungskette immens und viele einheimische Tiere mussten verhungern. Als das Problem erkannt wurde, versuchte man die Nager mit einem Virus zu eliminieren. Zwar starben dabei 99,9% der Kaninchen, der Rest wurde aber immun und heute zählt man sie wieder in Millionenhöhe. Wo wir gerade schon bei Kaninchen sind, ein weiteres Tierproblem hat mit den lokalen Dingos zu tun. Um die Ausbreitung der beiden Arten einzudämmen, taten die Australier das ihnen naheliegende. Sie bauten einen Zaun. Einen verdammt langen Zaun. Wie lang? Über 5400 Kilometer, um genau zu sein. Das entspricht ungefähr der Distanz von Lissabon nach Moskau. Und warum der ganze Aufwand? Versucht wurde dadurch einen Großteil der 75 Millionen Schafe zu schützen. Die sind vor allem durch ihre Wolle für den australischen Handel sehr wertvoll. Ob die ganze Aktion sinnvoll war, ist fraglich. Hasen hält der Zaun sowieso nicht ab, er wird dauernd von Kamelen und anderen Tieren zerstört und die Instandhaltung ist nicht zu bewältigen. Wir Deutschen sind ja in den letzten Jahren etwas wahlfaul geworden. Bei den letzten Bundestagswahlen 2013 lag die Wahlbeteiligung gerade mal bei 71,5%. Das bedeutet, dass gut jeder vierte Deutsche überhaupt nicht wählen gegangen ist. Klingt doch gar nicht so übel, denken jetzt bestimmt ein paar. Naja, da sollte man mal einen Blick auf die andere Seite der Erdkugel werfen. In Australien lag die Wahlbeteiligung in den letzten 50 Jahren nicht einmal unter 94%. Wie das? Nun, in Australien ist nicht zu ohne gehen keine gute Option. Das ist nämlich illegal. Das betrifft Parlaments- und Senatswahlen. Wer einmal schwänzt, muss auf jeden Fall mit einem Bußgeld von $20 rechnen, wer es mehrfach macht, sogar mit Gefängnis. Fotos. Meistens das einzige, was uns von vielen Orten als Souvenir bleibt. Allerdings sollte man bei einer von australischen größten Attraktionen eher vorsichtig damit umgehen. Um Uluru oder Ayers Rock ist das Fotografieren mancher Bereiche nicht erlaubt. Diese Orte sind den Ureinwohnern Aborigines heilig. Sie verbinden damit ihre Kultur und die Geschichte ihrer Ahnen und wollen nicht, dass die Bedeutung durch Weitererzählung vieler Touristen in Fotos verfälscht wird. Ein weiteres Verbot betrifft den von Touristen so geliebten Summit Climb zur Spitze des Berges. Für Aborigines ist der Aufstieg ein wichtiges Ritual und sie empfinden das Teilhaben von Fremden als tiefe Beleidigung. Offen bleibt der gefährliche Weg trotzdem, der Touristen wegen. Die Lage am Ayers Rock zeigt nur eine kleine Facette des Verhältnisses von Aborigines und der Regierung. Um das zu verstehen, müssen wir etwas in der Zeit zurück. Im Jahr 1788 landet der englische Captain Arthur Phillip mit einer Flotte voller Straftäter. Die Gefängnisse zu Hause liefen über und da man Australien sowieso besiedeln wollte, schlug die englische Krone damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Am Anfang blieb das Verhältnis der Neuankömmlinge und der primitiven Ureinwohner friedlich, doch je mehr das Land beansprucht wurde, desto mehr eskalierte die Lage. 1000 Aborigines wurden über Jahre unterdrückt und abgeschlachtet. Erst 2008 entschuldigte sich die Regierung für die Gräueltaten, aber die Spuren bleiben. Gewalt, Alkoholismus, Armut und Drogen gehören zu den Alltagsproblemen vieler Ureinwohner. Von den Menschen des Kontinents kommen wir jetzt zu den einheimischen Tieren. Oft hört man, in Australien will dich alles umbringen. Und irgendwie stimmt das auch. Wer nur an Spinnen und Schlangen denkt, sollte sich nochmal besser informieren. Pflanzen, Quallen, Fische können durch ihr Gift ebenfalls zum Tod führen. Selbst das putzige Schnabeltier ist giftig. Das gehört in Australien halt einfach dazu. Auch wenn man sich von allem Giftigen fernhält, Haie, Krokodile und Dingos sind nicht weniger gefährlich. Aber Schluss mit der Panikmache. In den letzten 20 Jahren ist niemand an einem Spinnenbiss gestorben, nur zwei an Schlangenbissen und Haie sind auch nicht die blutrünstigen Mörder, wie sie in den Medien oft dargestellt werden. Über die doch leicht übertriebene Angst von Touristen in Bezug auf die Natur machen sich die Australier gerne lustig. Ein häufig verbreiteter Mythos ist die Existenz des sogenannten Drop Bears. Das ist eigentlich nur eine brutale und blutrünstige Version des Koalas und natürlich frei erfunden. Die Australier geben sich aber größte Mühe, den Schwindel zu verheimlichen. Sogar das Australische Museum in Sydney hat eine ernst gemeinte Beschreibung des Tieres im Programm. Auch Australian Geographic veröffentlichte über das Thema einen seriösen Bericht, alles nur um den Mythos am Leben zu erhalten.
Die Australier selbst würden das vor Touristen sowieso nicht zugeben. Sie empfehlen lieber Tipps zur Abwehr, wie Vegemite hinter die Ohren schmieren oder sich selbst anpinkeln. Sehr witzig. Wer den Australien nach dieser Aktion nicht mehr vertraut, der braucht sich keine Sorgen machen. Man sieht sie meistens eh nicht. Naja, zumindest nicht, wenn man sich im Zentrum, also dem Outback, rumtreibt. Die meisten leben nämlich in der Küstenregion. Das betrifft ganze 85% der Bevölkerung. Das beschreibt zum Großteil die Ostküste mit Metropolen wie Sydney oder Brisbane. Einziger Lichtblick im Westen, die Stadt Perth, die isolierteste Großstadt der Welt. Mit ca. 1,7 Millionen Einwohnern beheimatet sie also gut 2/3 der gesamten westlichen Bevölkerung. Dadurch hat das sechstgrößte Land der Welt mit gerade mal 22,8 Millionen Menschen eine extrem niedrige Bevölkerungsdichte. Statistisch gesehen trifft man nur 3 Menschen pro Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 229 pro Quadratkilometer. Wenn man doch mal wieder unter Leute, muss man einfach auf eine Sandinsel gehen. Aber nicht irgendeine Sandinsel. Nein, es handelt sich um die größte der Welt. Fraser Island liegt wie ein Paradies nur ein paar Kilometer vom Festland der Sunshine Coast entfernt. Alles schön und gut, aber warum ist sie denn so beliebt? Naja, die Aborigines kamen mit dem Namen Kagari, also Paradies, dem Ganzen schon sehr nahe. Nirgendwo sonst wächst auf Sand ein ganzer Regenwald. Im Landesinneren gibt es tiefblaue Frischwasserseen und natürlich gibt es auch ein ausgeprägtes Tierleben. Über 350.000 Menschen besuchen die Insel jedes Jahr mit einer Tour oder ihrem Allradfahrzeug, um den Strand unsicher zu machen. Und das meine ich wörtlich. Eine Touristenattraktion der ganz anderen Art findet man im zentralen Südaustralien. Dort ist vor fast 20 Jahren eine Zeichnung im Sand entdeckt worden. Das Besondere, sie ist fast 4 Kilometer lang und zeigt sehr deutlich den Umriss eines Mannes. Wer oder was für den sogenannten Marine Man verantwortlich ist, ist bis heute nicht gelöst. Auch wie es entstanden ist, bleibt ein Rätsel. Die Umrandung hätte mit einer Tiefe von 30 cm bei der Länge nur mit schweren Geräten über Wochen hinweg geschaffen werden können. Doch das Gebiet ist für solche Fahrzeuge unzugänglich. So langsam verblasst das Ansehen des Marine Man, damit wird es wahrscheinlich immer ein Mysterium bleiben. Hey Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mal einen Daumen rauf, lasst vielleicht ein Abo da und schreibt gerne in die Comments, welche Länder ihr als nächstes sehen wollt oder ob euch noch ein paar Fakten zu Australien einfallen. Neue Videos kommen jeden Sonntag. Es gibt auch noch so ein, zwei andere Ideen außer Faktenvideos, die ich momentan plane, aber da könnt ihr euch in der Zukunft drauf freuen. Okay, macht's gut. Tschüss!